Hoho und herzlich willkommen zurück zum interaktiven Adventskalender mit mir, eurem Yoshi. Bei Türchen 16, es ist lange her, ich weiß nicht mehr, was dahinter war. Eine Woche ist das für mich her. Ja, ich mache das ja, wie man weiß, nicht in diesen Tagesrhythmusaufnahmen, sondern ich nehme ein bisschen vorweg auf, damit das für euch schön flüssiger kommt. Eigentlich habe ich auch schon angefangen aufzunehmen, aber dann, oh Wunder über Wunder, sagte mir plötzlich Türchen 17, Tag 7, das hier, hören wir uns mal kurz an, dann erkläre ich euch, was los war. Heute kann man Punkte für die Weihnachtsolympiade sammeln. Dies ist die beliebteste Bar im ganzen Spiel. Es gibt allerdings auch nur eine. Auch heute ist hier wieder viel los. Die Schneemänner haben Durst, aber es ist keiner da, der sie bedient. Wer wird das nur tun? Das nicht übernehmen? Gerne. Immer wenn einer etwas bestellt, schickst du ihm ein Glas kühlen Kirschsaft über die Bar. Aber vorsichtig, nicht, dass das Glas den Abgang macht. Und Achtung, wenn du einen Schneemann bedienst, der nichts bestellt hat, ist die ganze Theke so lange blockiert, bis er Durst hat. So, und das wollte ich vorhin schon mal anfangen. Und weiter habe ich es auch nicht gemacht, weil immer wenn ich Start drückte, ging es nur bis 3. Und 2 und 1 sah ich gar nicht mehr und dann ging es nicht weiter. Das sollte sich jetzt aber geklärt haben, weil ich den Computer neu starten musste extra hierfür. Ah ja, woher weiß ich, wie viel ich drücken muss? Also das ist immer ein bisschen schwierig bei diesem Spiel. Boah, jetzt krieg... Natürlich kriegt der als letzter Durst. Okay, so langsam wird ein Schuh draus, so langsam kapiere ich hier, was ich tue. Das war zu viel, das war... Okay, gut, dass der gerade Durst bekommen hat. Das war deutlich zu viel. Aber ich krieg hier durchaus noch ein paar... Nein! Krieg Durst! Du kriegst jetzt sofort Durst. Oh, ich hab keine mehr. Gut, das probieren wir gleich auf jeden Fall nochmal, weil, ganz ehrlich, woher soll ich denn wissen, wie stark ich drücken muss? Okay, auf einmal tauchen wieder welche auf. Auch schön. Hier einen für den Herrn ganz da hinten, einen für den ganz vorne. Also der hier vorne, das ist der durstigste überhaupt. Das ist der größte Schlucker im ganzen Schneemannreich. Auch verdammt. Naja, 44 Punkte kann man mit nicht... Kann man mit leben, ist nicht unsere schlechteste Leistung und dementsprechend würde ich sagen, machen wir es doch nicht nochmal, sondern sehen uns dann morgen wieder zu Türchen 18, bei dem nicht der größte Schlucker des ganzen Schneemannreichs dabei ist. Und bis dahin, viel Spaß bei was auch immer ihr noch so tut und frohe Weihnachtszeit. Ciao. Mach's gut, bis morgen.